Hallo, hier ist Benny von pocketnavigation.de und wir wollen euch gerne das neue MMI Plus Navigationssystem von Audi vorstellen. Dafür sitzen wir jetzt gerade in einem A6 Allroad Quadro. Wie ihr hier seht, ist das Navigationsdisplay aktuell nicht ausgefahren. Das passiert erst, sobald man den Motor startet. Dann landet man hier in diesem Hauptmenü. Hier ist zum einen die Einstellung für das Fahrzeug, dann kann man hier verschiedene Telefonfunktionen bedienen, Verkehrsinfos abrufen, die Navigation starten, verschiedene Mediafunktionen auswählen, die Radiosender steuern und Einstellungen für die Töne im Fahrzeug vornehmen. Uns interessiert jetzt vor allem die Navigation. Dazu zeigen wir euch jetzt, wie man mit welchen Methoden man die Zieleingabe vornehmen kann. Das ist zum einen die Spracheingabe und die klassische Eingabe über das Bedienelement in der Mittelkonsole. Wir fangen mal an mit der Sprachbedienung, die hier über diese Taste am Lenkrad ausgelöst wird. Adresse eingeben. Den Ort, die Straße und die Hausnummer, bitte. Ehlscheid auf den Hehn 36. Die Liste wird geladen. Das Laden der Liste dauert einen Moment, wie wir festgestellt haben. Sollte das System nicht genau verstehen, welches Ergebnis gemeint ist, wird eine Liste aufgeführt, was aber jetzt hier nicht der Fall ist. Ehlscheid auf den Hähnen 36 wurde übernommen. Möchten Sie die Zielführung starten? Ja. Zielführung starten. Die Route wird berechnet. Bitte der Straße folgen. Eine kleine Kuriosität, die uns aufgefallen ist während des Tests. Wenn man die Zieleingabe per Sprache auslöst, werden keine Alternativrouten angezeigt. Das Ganze zeigen wir euch jetzt mal ganz kurz und brechen die Zielführung einfach nochmal ab und geben eine Adresse über den Controller ein. Jetzt schon ausgewählt, aber das können wir trotzdem machen. Und zwar seht ihr hier das klassische Bedienelement von Audi mit dem Controller-Stick in der Mitte. Wenn man diesen dreht, werden die jeweiligen Buchstaben im Display ausgewählt. Aber was neu ist, ist dieses Touchpad. Damit lassen sich Buchstaben mit dem Finger schreiben und das System erkennt diese. Wir geben also nochmal Ehlscheid ein. E. H. L. S. So, nach dem S erkennt er schon, dass Ehlscheid gemeint ist. Es gibt also keine weiteren Alternativen. Können wir da auswählen und fügen noch eine Straße hinzu. Mit dem gleichen Prinzip einfach ja, die Buchstaben schreiben. U. Genau, und schon hat Schrägstrich. Er. Auf den Hähnen. So, fügen wir auch noch eine Hausnummer hinzu, also die Zahlen lassen sich auch eingeben über das Pad. 6. Okay, und dann starten wir die Zielführung. Die Route wird berechnet. Und wie ihr jetzt seht, werden hier auf der rechten Seite des Displays die Alternativen angezeigt. Also insgesamt drei Routen stehen zur Auswahl, die hier auch nochmal auf dem Display farblich hervorgehoben sind und man sich anschauen kann, wo man im Endeffekt langfahren würde. Ja, wir wählen die erste aus. Bitte der Straße folgen. Ja, bevor die Navigation gestartet wird, können jetzt noch einige Einstellungen vorgenommen werden. Das sind natürlich die Routenkriterien, die aber auch vor der Fahrt bereits festgelegt werden können. Hier haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und können zum Beispiel Autobahnen meiden oder Mautstraßen meiden oder Fähren. Also verschiedene Optionen hat man hier zur Auswahl. Dann im vorherigen Menü lassen sich die Kartenfarben anpassen. Die haben wir jetzt auf Auto gesetzt. Dort wird die zwischen der Nacht- und der Tagumschaltung abhängig vom Licht, vom eingeschalteten Licht umgeschaltet. Dann kann man natürlich die Ausrichtung der Karte wählen. Ein Kartentyp, eine Kartendarstellung. Hier hat man zum Beispiel verschiedene Optionen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Karteninhalte bestimmen, ja, und verschiedene andere Optionen. Du willst nicht einzeln eingehen. So, wir schalten mal von der Standardkarteneinstellung auf die Verkehrsansicht um. Wenn wir jetzt hier etwas hinauszoomen, ne, seht ihr, dass an der Autobahn, an der B9, grüne Linien an der Seite sind. Das bedeutet, dass der Verkehrsfluss auf dieser Strecke, also dass der Verkehr auf dieser Strecke aktuell fließt und es zu keinem Stau kommt. Wir können ja mal ein bisschen rauszoomen und schauen, ob wir irgendwo eine gestaute Strecke sehen. Nein, momentan ist der Verkehr rings um Koblenz scheinbar flüssig. Die Abdeckung beschränkt sich auf die Hauptverkehrsstraßen, also kleine innerstädtische Straßen sind nicht abgedeckt. Die Daten werden, wie ihr unten links in der Ecke sehen könnt, online abgerufen. Und zwar über den Anbieter Indrix, der ja auch von vielen anderen Systemen bekannt ist. Ein weiterer Online-Dienst ist zum Beispiel die Google-Kartenansicht. Dazu gehen wir nochmal in die Einstellung und ändern von der Verkehrskarte auf Google Earth. So wie ihr hier schon seht, werden jetzt aktuell noch etwas unscharf. Das braucht einen kleinen Moment. Die bekannten Google Earth Karten geladen, also man hat Satellitenbilder der Umgebung. Sieht allerdings nicht an allen Stellen besonders hübsch aus, also da die Gebäude flach sind, lohnt es sich eigentlich fast nur, wenn für Überlandfahrten in innerstädtisch, also ist man mit der Standardkarte eigentlich im Vorteil. So, die Online-Dienste werden innerhalb des Fahrzeuges entweder über eine Handyverbindung abgerufen, was leider mit dem iPhone aktuell nicht funktioniert. Wir haben das Ganze jetzt über eine integrierte SIM-Karte gelöst, und zwar wird die unter dem Bildschirm eingesetzt. Wenn man hier oben auf Oben drückt, öffnet sich eine kleine Kappe, wo neben SD-Karten, zwei SD-Karten, in der Mitte auch eine SIM-Karte eingesetzt werden kann. Das Gerät verbindet sich dann ganz normal, wenn ein Datenvolumen auf der SIM-Karte freigeschaltet ist, und Online-Dienste wie Google oder der Verkehrsservice können abgerufen werden. Ein weiterer Dienst, den wir jetzt nicht extra gezeigt haben, ist die Zielsuche über Google. Ihr könnt also auch Online-Ziele direkt über Google suchen. Mit einer Freitextsuche werden dann Ergebnisse dazu angezeigt. Auch auf der Karte hat man verschiedene Einstellungs- und Bedienmöglichkeiten. Und zwar, wenn man das Scrollrad einmal drückt, kann man hier auf der Karte sich hin und her bewegen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Zum Heraus- und Hereinzoomen dreht man einfach das Rad wie gewohnt. Neu ist jetzt, dass das Rad nicht mehr gekippt werden kann, wie in alten MMI, bei alten MMI-Systemen, sondern über das Touchpad, klassisch wie beim Touch-Display, mit dem Finger auf der Karte gescrollt werden kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass man viel genauer Punkte ansteuern kann und nicht mehr mit dem Rad beschäftigt ist, sondern ganz bequem mit dem Finger die Karte verschieben kann. Ja, dann haben wir hier an der Seite noch weitere Optionen. Einmal sieht man einen kleinen Kompass, der jetzt keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten bietet. Dann das Zoom-Level, und eine sehr gute Funktion oder praktische Funktion ist das Scrollen entlang der Route. Wenn man das auswählt, springt der Cursor auf die Route, und durch Drehen des Rads kann man sozusagen, verschiebt sich die Karte immer entlang der Route. So kann man sich einen guten Überblick über die aktuelle Verkehrslage verschaffen. Wer das Ganze etwas schneller haben möchte, zoomt einfach auf ein höheres Zoom-Level. So, das ist ein bisschen fast schon zu hoch. Und geht dann wieder auf Scrollen und verschiebt die Karte so, dass man einen guten Überblick hat. Ja. Durch das kleine Fähnchen hier unten lassen sich Zwischenziele hinzufügen. Wir sind jetzt, das System nimmt jetzt die letzte Cursor-Position, also wir haben ja entlang der Route gescrollt, und dementsprechend hat er hier auch eine Adresse bzw. hier eine Koordinate herausgesucht, und das Ganze lässt sich dann als Zwischenziel hinzufügen. Hier kann die Reihenfolge direkt geändert werden.
und dann kann das Ganze in die Zielführung übernommen werden. Bevor wir jetzt losnavigieren, wechseln wir hier über die Einstellung einfach nochmal auf die Verkehrskarte und auf die 3D-Ansicht. Hier ganz schön zu sehen, dass sich auch innerhalb der 3D-Karte ein Höhenmodell befindet. Dieses wird durch die unterschiedlichen Schattierungen der Karte dargestellt. Also wenn man jetzt hinaus und hereinzoomt, sieht man das ganz gut, dass sich die Berge so etwas abheben. Berge, wenn man das hier so nennen kann.